Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Als mein erstes Kind 4 Monate alt war, habe ich für mich Montessori entdeckt und war sofort fasziniert von dieser Pädagogik. Allerdings befand ich mich ganz schnell in einer Informationsflut und ich wusste gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Vielleicht befindest du dich in einer ähnlichen Situation wie ich damals. Dieses und die geplante Videos aus der Videoreihe Montessori Step by Step sollen eine Art Anleitung oder einen praktischen Leitfaden bieten, wie du Montessori ganz einfach zu Hause implementierst. Denn Montessori beginnt zu Hause. Das ist die Umgebung, in der unsere Kinder die meiste Zeit verbringen. Daher sollen wir diese Umgebung sorgfältig vorbereiten und gestalten. Für mich beginnt die Montessori nicht mit berühmten Montessori-Materialien oder schön angerichteten Montessori-Tabletts, sondern für mich beginnt die Montessori mit der Vorbereitung der Umgebung. Daher empfehle ich, dein Zuhause genauer anzuschauen, Raum für Raum durchgehen und überlegen, wie du diese Räume im Blick auf die Bedürfnisse deiner Kinder gestalten kannst, wie du deinem Kind helfen kannst, selbstständig zu sein und selbsttätig zu sein. Wie du die Räume so gestaltest, dass dein Kind sich als vollwertiges Familienmitglied fühlt. Dass dein Kind sich zu Hause wohlfühlt. Wir fangen heute gleich im Eingangsbereich an. Ich zeige euch unseren Eingangsbereich, wie wir denn für die Kinder eingerichtet haben. Und zum Schluss gebe ich euch einen Tipp, wie ihr eurem Kind beim selbstständigen Anziehen helfen könnt. Bevor wir aber mit dem Eingangsbereich starten, möchte ich euch noch ein paar Tipps, ein paar Montessori-Tipps auf dem Weg geben, was die Gestaltung der Räume in eurem Haus angeht. Tipp Nummer 1, kindergerechtes Möbel. Kindergerechte Möbel gehören natürlich zur Montessori-Umgebung. Wenn du in ein Montessori-Haus reingehst, siehst du nur kindergerechte Möbel. Die Kinder sollen sich wohlfühlen, die Kinder sollen sich wie vollwertige Familienmitglieder fühlen und deswegen ist es ganz wichtig, dass das Möbel, was das Kind umgibt, auch in der Größe des Kindes ist, so dass das Kind das auch selbstständig nutzen kann. Tipp Nummer 2, schau dir den Raum aus der Perspektive deines Kindes an. Setz dich auf den Boden, leg dich auf den Boden, wenn es nötig ist, und schau aus der Perspektive des Kindes. Siehst du was, was du noch nicht versteckt hast? Siehst du vielleicht irgendein Kabel oder ist irgendeine Steckdose noch nicht abgedeckt? Sieht es vielleicht sehr zugestellt aus von der Perspektive des Kindes? Musst du vielleicht irgendwas noch wegräumen und so weiter? Alles ergibt Sinn, wenn du auf das Level, auf das Niveau deines Kindes gehst und schaust dir diesen Raum aus seiner Perspektive an. Tipp Nummer 3, Ästhetik im Raum. Das ist sehr wichtig, in einer Montessori-Umgebung ästhetische Räume zu gestalten. Es geht hier darum, dass das Kind genauso Ästhetik schätzen kann. Daher vernachlässige es nicht, auch dem Kind irgendeine Art von Bilder anzubieten, was natürlich auf dem Niveau des Kindes hängt, dass das Kind das natürlich betrachten kann. Das Kind kann auch natürlich die Pflanzen betrachten, auf dem Kindertisch können auch Blumen sein und so weiter. Die Räume im Montessori-Haus haben eine gewisse Ästhetik und das kannst du in deinem Zuhause auch implementieren. Tipp Nummer 4, Unabhängigkeit. Wenn du die Räume für dein Kind gestaltest, gestalte das aus dem Blick, aus der Perspektive der Unabhängigkeit. Wie kannst du deinem Kind helfen, unabhängig selbsttätig zu sein? Welches Möbel braucht vielleicht dein Kind, um unabhängig zu sein? Vielleicht ist es ein Hocker, was das Kind noch braucht, um selbstständig an den Wasserhahn zu kommen. Vielleicht braucht das Kind noch hier und dort einen Haken, wo er sein Handtuch hinhängen kann, wo er seinen Bademantel hinhängen kann oder seine Jacke hinhängen kann. Daher hab das noch im Blick, wie du die Unabhängigkeit deines Kindes noch mit bestimmten Möbelstücken vielleicht fördern kannst, so dass dein Kind nicht immer auf dich angewiesen ist. Nächster Tipp, attraktive Spielecke. Die Spielsachen des Kindes in einem Montessori-Haus sind nicht in einer Spielzeugkiste, wo man durchwühlen muss, um ein bestimmtes Spielzeug zu finden, sondern sie befinden sich auf einem offenen Regal. Das Kind sieht das Spielzeug, was es hat, das Kind weiß, wo das Spielzeug seinen Platz hat
und alles, was das Kind braucht, ist auf einem Tablett angerichtet, in einem Körbchen, so dass das Kind auch selbstständig das Spielzeug rausholen kann, damit spielen kann und wieder zurückbringen kann. Wie man so eine Spielecke einrichtet und was du dabei beachten sollst, habe ich bereits in dem Video gemacht. Das werde ich hier verlinken und in der Infobox, dann kannst du nachschauen bei Interesse. Nächster Tipp, wenn du deine Räumlichkeit nach Montessori gestaltest, ist weniger ist mehr. In Montessori wird sehr darauf geachtet, dass in dem Zimmer, in dem Raum, wo das Kind sich befindet, eine Ordnung herrscht. Und je weniger Sachen das Kind hat, umso besser ist es für das Kind. Vor allem je kleiner das Kind ist, umso weniger Sachen soll es haben. Umso weniger Sachen sollen das Kind umgeben. Das meiste Spielzeug, was das Kind besitzt, wird irgendwo aufbewahrt, wo es unzugänglich für das Kind ist. Sei es im Keller, sei es unter dem Bett, sei es auf dem Schrank, im Schrank. Je nachdem, wo du die Aufbewahrungsmöglichkeiten hast, je weniger das Kind hat, umso einfacher wird es sein und umso ruhiger wird das Kind sein, weil die äußere Ordnung führt zu einer inneren Ordnung. Behalte das im Hinterkopf und überleg, ob du vielleicht eine oder andere Sache herausholen kannst, dass es nicht zu viel für dein Kind ist, nicht zu Reizüberflutung führt. Und der letzte und wahrscheinlich der wichtigste Tipp ist, es gibt Platz für alles. Alles hat einen Platz und alles ist an seinem Platz. Wenn du ein Zimmer, die Räume für dein Kind einrichtest, überleg, wo die Sachen liegen werden. So, dass das Kind weiß, aha, die Schuhe sind hier, hier werde ich meine Schuhe einräumen. Aha, da ist der Haken, hier hängt mein Handtuch. Jetzt, wenn ich die Hände gewaschen habe, kann ich meine Hände mit diesem Handtuch abtrocknen. Und so weiter. Für alles gibt es einen Platz und das ist sehr, sehr wichtig, auch wichtig, um diese Ordnung zu halten, auch wichtig für das Kind, was wissen soll, wo die Sachen liegen, so dass es nachher selbstständig die Sachen zurücklegen kann. Der Eingangsbereich ist dazu da, dass man sich die Kleidung wechselt, dass man sich die Schuhe wechselt, wenn man rausgehen möchte. Und da soll man sich einfach Gedanken machen, welche Hilfestellung kannst du deinem Kind anbieten, dass es selbstständig tätig sein kann, dass es sich selbstständig helfen kann, sich anzuziehen, sich die Schuhe anzuziehen, vielleicht mal im Spiegel gucken, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Unser Eingangsbereich ist sehr unspektakulär, es ist relativ klein und eng und wir haben nicht so viel Platz, um eine große Garderobe für die Kinder einzurichten. Das hier ist unsere Eingangstür und wie du siehst, ich kann einfach die Hände strecken und beide Wände anfassen. So eng ist unsere Flur. Und gleich an der Eingangstür haben wir für die Kinder Hocker gestellt. Das ist ganz normale Hocker aus IKEA. Und hier können sie sich hinsetzen und die Schuhe selbstständig anziehen bzw. versuchen, die Schuhe selbstständig anzuziehen. Für die Schuhe haben wir diese Schränke von IKEA. Die sind sehr, sehr praktisch, finde ich, weil die wirklich wenig Platz nehmen. Die Breite ist, glaube ich, nur 20 cm und die passen perfekt für solche enge Flure, finde ich. Und das Tolle daran, dass jedes Kind kann das ganz einfach aufmachen, selbstständig aufmachen und zumachen. Daher passen die Schränke perfekt für uns. Für mich war es auch wichtig, dass unser Flurbereich aufgeräumt aussieht. Dadurch, dass es so klein ist, mag ich nicht, wenn es noch ziemlich viele Sachen rumstehen oder hängen. Das macht den Raum enger und es wirkt voll und zugestellt. Und das finde ich, in solchen kleinen Räumen ist es vielleicht nicht der richtige Weg. Alle unsere Schuhe passen hier rein und die Kinder haben jeweils eigenen Schrank für sich. Also das ist jetzt der Schrank von Andreas. Genauso meine Tochter hat hier unten einen Schrank. Das ist auf der Höhe von dem Kind und sie kann ihre Schuhe selbstständig natürlich rausholen und hier an diesem Hocker anziehen. Ansonsten haben wir hier noch in dieser Ecke, das ist wiederum ganz, ganz schmaler Bereich hier, haben wir hier einen Haken. Dieser Haken war noch da, als ich nur ein Kind hatte und das war ausreichend für meine Tochter. Jetzt mit zwei Kindern ist es sehr wenig für die. Vor allem im Winter, wenn die Mäntel und Jacken größer werden, wird es nicht ausreichen. Deswegen habe ich für hier einen anderen Haken bestellt. Es sieht wie ein Zweig aus und hat mehrere Haken und mehrere Möglichkeiten, Sachen aufzuhängen. Und ich glaube, das wird besser sein. Und in unserem Flur, das ist die einzige Möglichkeit oder die einzige Wand, freie Wand, wo wir irgendwas aufhängen können für die Kinder.
Hier haben wir unseren Schrank. Die Türen sind allerdings relativ schwer. Ich habe schon überlegt, ob ich die Griffe einfach nach unten setze, sodass sie da selbstständig dran kommen. Aber die Türen sind noch relativ schwer, weil das sind Spiegeltüren. Und momentan ist es, glaube ich, nicht möglich, vielleicht wenn sie etwas älter sind. Daher habe ich hier so einen kleinen Korb für die eingerichtet. Und hier sind so die Mützen, die sie jetzt tragen, Sommermützen. Und sie können ihre Mütze selbstständig hier aufräumen, wenn sie von draußen reinkommen. Und neben dem Haken, wo die Jacken hängen, haben sie natürlich einen großen Spiegel, wo sie sich anschauen können. Ich sage denen, ja, lass uns gucken. Hast du jetzt alles angezogen? Hast du jetzt den Schal an? Hast du jetzt eine Mütze an? Und sie können eigentlich selbstständig auch checken, ob sie alles angezogen haben, was sie anziehen mussten. Und somit erleichtert es den Kindern auch selbstständig zu sein. Ansonsten gibt es hier noch eine Mini-Schatulle für meine Tochter, sie kommt auch dran. Und hier sind ihre Haarsachen für die Haarklammer und Haargummis, es ist momentan noch Haarklammer drin. Und manchmal macht sie sich nochmal die Haare, bevor wir losgehen, deswegen steht es hier. Wie du siehst, so ein Eingangsbereich für Kinder kann man ganz schnell einrichten. Man braucht eigentlich nur einen Haken für die Jacken, einen Korb, wo man die Mützen und Schals aufbewahren kann, Platz, wo man die Schuhe aufbewahrt für die Kinder. Es kann auch eine Matte sein, es kann ein Tablett sein, wo die Kinderschuhe drin stehen. Du kannst einfach dem Kind sagen, ab hier stehen deine Schuhe hier. Bitte räum dir immer hier ein, wenn du nach Hause kommst, und die Kinder werden das machen. Und man braucht einen Hocker, um sich hinzusetzen und die Schuhe anzuziehen. Ach so, was wir noch hier haben, wir haben so ein Bild, wie ist das Wetter, und bevor wir losgehen, können wir nochmal checken, wie das Wetter ist, vielleicht kurz die Tür aufmachen. So lernen sie auch die Wetterbedingungen, die man hat und was man dann passend anziehen soll. Ich finde das ganz praktisch, hier im Eingangsbereich so ein Bild zu haben für die Kinder. Mit diesem einfachen Trick kannst du deinem Kind beibringen, die Jacke selbstständig anzuziehen. Dabei kannst du sowas sagen: Etikett zu den Zehen, Hände in die Ärmel und über den Kopf schwingen. Im nächsten Video gehen wir die Küche und Essbereich an. Ich werde euch zeigen, wie wir diese Bereiche für unsere Kinder eingerichtet haben, worauf man achten könnte und wie man das sehr einfach zu Hause, egal wie viel Platz du hast, gestalten kann, so dass dein Kind zufrieden ist und weiß, wo seine Sachen liegen. Und solange du auf dieses Video wartest, empfehle ich, diese Videos noch anzuschauen. Hier findest du auch hilfreiche Tipps und Tricks, was Montessori angeht und wie du das zu Hause schnell und einfach implementierst. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss!